Und da sehen wir den Rechtsanwalt Dr. Birkenstock von Jörg Kachelmann. Und nun sehen wir Jörg Kachelmann. Was sagen Sie zu der Bitte? Und er bedankt sich bei einem Mitarbeiter der JVA. Schön bleiben. Und Herr Kammann, wie fühlen Sie sich? Ein kurzer Satz von Ihnen, bitte. Nur wie fühlen Sie? Stehen bleiben. Bleiben Sie stehen. Herr Kammann wird heute keine Erklärung abgeben. Oh, da, da. Ich werde Verteidiger erklären. Und natürlich zu Buchstaben empfinden und dieses Klarstellen des Beschlusses des Oberlandesgerichts vom heutigen Tage. Mit dem Beschluss ist die Unschuldsvermutung wieder auferstanden in diesem Verfahren und die Rechtsstaatlichkeit ist zurückgekehrt. Herr Kachelmann wird sich jetzt mit uns konzentriert auf die Hauptverhandlung vorbereiten. Und dann sind keine weiteren Fragen. Ich bedanke mich bei Ihnen allen für die Aufmerksamkeit. Und der Kachelmann bedankt sich bei allen, die auf dem harten Weg der ungerechten Haft und der persönlichen unterstützt und begleitet haben. In Reden, in Gesprächen und auch im Internet. Der Dank von Herrn Kachelmann gilt auch den Mitgefangenen in dieser Anstalt und den Beamtinnen und Beamten für die vorzügliche Behandlung in der Zeit der ungerechten Untersuchungshaft. Ich bedanke mich. Wiedersehen. Tschüss. Das war Dr. Reinhard Georg Birkenstock, die Rechtsvertretung von Jörg Kachelmann. Jörg Kachelmann denkt gar nicht daran, ein Wort zu sagen. Er tut also genau das, was auch andere Rechtsexperten vermutet haben. Er solle eben nichts sagen. Er betont nochmal, er ist ein freier Mann. Er macht jetzt, was er will. Und Jörg Kachelmann frisch rasiert. Man sah ihm die Erleichterung an. Er bedankte sich noch einmal mit einer Umarmung bei einem Angestellten der JVA. Ja, was soll man sagen? Zu einem Mann, der monatelang hinter Gittern saß. Seit dem 20. März. Er wird erst mal froh sein, denke ich. Erleichtert. Ein minimales Lächeln haben wir gesehen, ganz am Ende. Ein minimales Lächeln, ein Hauch von einem Lächeln. Ansonsten hat er sich ja geduldig den Fotografen gestellt, solange sein Anwalt eben sich erklärt hat. Er hatte ja auch schon vorab angekündigt, dass Jörg Kachelmann selber nichts sagen würde heute. Ich denke, die Erleichterung stand ihm schon im Gesicht geschrieben, dass er heute die JVA in Mannheim verlassen kann und sich eben nun akribisch vorbereiten kann auf die Verhandlungen, die Anfang September beginnen wird. Ja. Hupend macht sich der Wagen des Rechtsanwalt den Weg frei mit Kölner Nummernschild. Und Jörg Kachelmann, das hat er eben noch mal betont, Dr. Birkenstock, ist ein freier Mann. Hm. Und da sehen wir unseren Reporter. Das ist natürlich ein enormer Andrang. Also dieses Suchen muss nicht missverstanden werden wahrscheinlich. Sondern ich gehe gerade mal einige Meter beiseite, damit der Verkehr hier weiter durchfahren kann. Jörg Kachelmann hat kein Wort gesagt, wie es zuvor auch schon von seinem Anwalt Reinhard Birkenstock angekündigt worden war. Aber er schaute erholt aus, er sah erleichtert aus, er wirkte frisch, er war frisch rasiert. Und von dieser Belastung, dieser über vier Monate in Untersuchungshaft war nichts zu spüren. Er wirkte wirklich sehr erleichtert darüber, dass er jetzt wieder in Freiheit ist. Besten Dank für diese Eindrücke, Kurt Eickhoff, der da ja von Jugendlichen bedrängt wird, die natürlich auch davon gehört hatten, dass da Jörg Kachelmann freikommt. Und dann nutzen sie es aus, mal vor einer Live-Kamera vor dem Fernsehen. Er ist natürlich auch ein Prominenter und wenn sich das rumspricht, dass er heute freigelassen wird, wird sich der eine oder andere das eben nicht nehmen lassen, ihn mal live zu sehen und eben nicht nur hinter der Kamera zu sehen. Also.